Moin. Ich hatte schon gar nicht mehr dran gedacht, dass das eigentlich ein Thema ist, weil das machen unsere Schüler durch die Bruchrechnung ganz automatisch. Aber nochmal zur Erinnerung, diese alten Tricks, wie teile ich durch 10 oder durch 100, durch 1000, durch 10.000, durch weiß der Kuckuck was. Ich zeige mal kurz das Prinzip. Wir wissen nur noch 15 mal 10, da sagen wir einfach, wir schreiben eine 15 hin und hängen eine 0 dran. Ne? Das ist diese eine 0 von der 10. Hier, das ist die. Dementsprechend sind 77 mal 100 77 und die zwei Nullen hier, diese beiden. 7700 oder 7700 ist richtig, ne? 23 mal 1000, 23 hinschreiben. Zack, 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 diese drei Nullen, um die geht's hier. Die schreiben wir hier hinten dran. Gut. Jetzt haben wir das. Und dann kann man das Ganze doch auch umdrehen. Dann kann ich doch sagen, wenn ich etwas teile, dann wird es ja auf jeden Fall kleiner. Dann habe ich 150 durch 10, habe ich hier eine Null. Also nehme ich hier eine 0 weg. Also bleibt das Ergebnis 15. Ich könnte auch wie folgt arbeiten. Ich sage, okay, das geht am allereinfachsten vielleicht für manche. Ich sage einfach 150 durch 10. Ich schreibe die 150 hin und sage, ah, eine 0 muss ich wegstreichen. Dann setze ich also hier ein Komma. Ne? Dann sind es 15,0 oder 15. Klar. Machen wir das Ganze mal mit 7700 durch 100. Ich weiß, es muss 77 rauskommen. Schreiben wir mal 7700 hin. Ah, zwei Nullen. Die muss ich wegstreichen. Also, die gelten jetzt nicht mehr. Ne? Jetzt sind 77. Wenn ich das vorher habe, es gibt noch eine andere Variante. Die zeige ich mal in der 23.000 durch 1000. Dann sage ich ganz einfach, okay, ich kann ja paarweise, das mache ich mal in hellgrün, die Nullen wegstreichen. Einmal hier und einmal hier. Das ist ein Paar. Jetzt mache ich das mal, zack, mit einer anderen Farbe, das zweite Paar. Und mir nächsten Farbe das dritte Paar. Dann sage ich, jetzt heißt die Aufgabe bloß noch 23 durch 1 und das ist 23. Jetzt gucken wir mal, 23 mal 1000 waren 23.000. Also sind 23.000 durch 1000 23. Gut. Gut, wir haben gesagt, durch das Teilen wird die Zahl kleiner. Jetzt verwenden wir mal das Verfahren mit dem Kommasetzen. Das geht nämlich hierfür dann einfacher. Ich mache das Ergebnis mal in hellblau. So, 3 durch 10, dann schreibe ich einfach eine 3 hin. Lass aber hier ein bisschen Platz, denn es könnte ja sein, dass ich eine Kommastelle setzen muss. Wie viel muss ich denn setzen? Eine Kommastelle. Aha, hier die eine, die habe ich schon. Also setze ich das Komma unmittelbar davor. Dann sind das 0,3. Das geht bei 7 durch 10 ganz genauso. Die 7 hinschreiben, wie gucken. Aha, eine Kommastelle. Die eine habe ich schon, also setze ich das Komma davor. 0,7. 15 durch 10, schreibe ich die 15 hin. Durch 10 eine Kommastelle, ne? 10 hat nur eine 0, also setze ich das hier hin. Habe ich hier 1,5. Vorschlag, damit nicht zu viel Zeit vergeht. Machen wir es mal so. Wir machen mal einfach Pause. Oder? Ach, ich zeige den Rest auch noch. Ich mache noch ein zweites Video zum Üben. 3 durch 100 ist dann die 3 hinschreiben, aber ein bisschen mehr Platz lassen. Ich habe nämlich zwei Kommastellen. Wenn ich nur eine dastehen habe, schreibe ich eine 0 dazu. Jetzt habe ich zwei Kommastellen. Setze also das Komma dahin. 7 durch 100. Die 7 hinschreiben. Zwei Nullen. Zwei Kommastellen. Also muss ich mit einer 0 auffüllen. Zack. 0,007. 15 durch 100. 15 hinschreiben. Ah, ich habe zwei Kommastellen. Ah, die habe ich hier schon stehen. Muss ich nicht mit einer 0 aufstellen, auffüllen. Fertig. So. Ich sag dann, es geht in dem nächsten Video dann weiter. Na dann, bis dann.